Gute und herzlich willkommen bei der Holzmafia. Wir haben gestern mal unser Holz abgedeckt und das ist heute unser Thema. Holz abdecken, ja oder nein? Ich habe gestern ja schon bei Instagram eine Story gemacht und da haben viele Leute gesagt, Achtung, das Holz kann stocken oder Achtung, das Holz geht darunter kaputt oder schimmelt. Aber auch viele haben gesagt, das ist eine super Idee und machen das schon länger. Gibt es verschiedene Ansätze, wie decke ich mein Holz ab? Manche machen es mit einer Plane, manche machen es gar nicht. Deckt man frisches Holz ab, deckt man fast fertiges Holz ab, so wie wir. Was sind die Ansätze, was sind die Ideen? Nun gut, fangen wir mal ganz vorne an. Eigentlich würden wir ja fast jedes Holz abdecken, weil bei den Säcken, ich denke, ihr habt das Video gesehen, hier waren eigentlich so Abdeckungen dran, die reißen aber immer ab, sind nicht UV-beständig. Ja, ist dann doof. Und dann ist es immer die Sache, wie gut ist Holzabdecken? Wie gut ist Holzabdecken, was im Sack lagert? Also normalerweise deckt man ja irgendwie Meterscheite ab, wo eine Plane oben drüber kommt, dass kein Regen drauf kommt. Das ist immer sinnvoll eigentlich. Warum haben wir jetzt unser Holz abgedeckt und wie haben wir es abgedeckt? Also, als erstes, wir haben hier ganz normales Strohvlies genommen. Und haben hier einfach, das war mal 9x12 Meter oder 10x12 Meter und haben das aufgeschnitten, halbiert und haben dann einfach ein paar Stücke Holz genommen und haben das Holz immer wieder festgeschraubt an das Holz, das hier in den Säcken ist. Wir haben uns bewusst das nicht komplett durchweg durchgeschraubt, weil wir gesagt haben, okay, so können wir immer ein paar Zellen öffnen und können Holz entnehmen. Die Grundidee hier beim Abdecken: wir haben unten extra Platz gelassen, dass der Wind rein kann, das Holz weiter ausgasen kann, aber kein Regen mehr rein kann. Ja, eigentlich, sagt ihr ja richtig, decken wir nie unser Holz ab. Das ist auch korrekt. Aber der Herbst ist vor der Tür. Ich glaube, ihr könnt es im Hintergrund ganz gut sehen. Es ist eine graue Suppe und es ist viel Regen gemeldet. Wir hatten jetzt schon mehrfach das Problem bei Kunden, dass die Kunden ihr Holz direkt nach der Lieferung in den Keller gesetzt haben. Und wenn man dann wirklich Holz, das gerade frisch geliefert wurde und nass ist, aber nur außen, in den Keller setzt, schimmelt's. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euer Holz abdeckt oder wie ihr es findet, was ihr von der Idee haltet. Und lasst mich mal wissen, was euer Ansatz dazu ist.